Freunde, so ein Dreckspiel. So ein Dreckspiel. Also, man muss es schon mit Humor nehmen, man muss schon drüber lachen. Auch wenn es passiert, lacht man definitiv nicht, aber anders kann man sich gar nicht mehr helfen. Die erste Weekend-League und allgemein schon wieder hier alleine. Ich hab's gerade gestartet, ich kann nichts drücken. Muss das Spiel nochmal neu starten. Dieses Spiel ist einfach nicht fertig. Kann man sagen, was man will. Tja, Freunde, wie lief eure erste Weekend League? Gerne in die Kommentare schreiben. Auch gerne schreiben, wenn ihr sagt, hey, das habe ich mir nicht angetan. Will ich auch gar nicht. Also, wenn ihr es nicht gespielt habt. Und bei mir, naja, was soll ich sagen, Freunde? Wir müssen hier erstmal die Belohnungen abholen. Und bei mir ist alles damit gesagt, Rang 5. Nach 11 Siegen habe ich mal wieder gesagt, Schnauze voll. 14 Siege und so weiter, alles möglich. Ich will einfach nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr, weil nicht schön. Die erste Hälfte lief auch mal wieder phänomenal. Ich stand 8-2. Gut, über die zwei Niederlagen will ich jetzt auch nicht unbedingt reden. Aber als Casual-Spieler mit 0815-Team war ich absolut zufrieden damit. Aber dann kamen wieder ein, zwei Bruchspiele. Dann habe ich gesagt, nee, tue ich mir nicht mehr an. Aber jetzt gucken wir mal schnell in die Belohnungen. Davor wäre es natürlich noch eine super Sache, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da gebt für Bruder Algo, für Support und den Kanal kostenlos abonniert, wenn ihr zukünftige Videos mit etlichen Tipps und Tricks nicht verpassen wollt. So, Player Picks, let's go. Es kann nur wunderschön werden mit Obi zum 100. Mal. Ja, natürlich nehmen wir Benzema. 90er Karte zum ersten Mal. Das höchste Rating, das wir bis jetzt gezogen haben, nehmen wir natürlich mit. Weiter geht's. Kimmich, auch schon im Besitz, aber der ist tauschbar. Weil da haben wir einen 88er Clubstock gemacht, tradingmäßig. Das heißt, wir nehmen Kimmich, weil wir den anderen ja auf die Transferliste setzen können. Aber der Ehre Kimmich und ab in den dritten Pick, der kann ja nur viel besser werden mit 4,84er in dem 84 plus Player Pick. Es ist sein Traum, dieses Spiel, es ist sein Traum. Wollen wir uns beschweren? Ich glaube nicht. Es wäre noch viel schlimmer gegangen. Und mit diesen Aussagen muss man sich bei EA trösten. Es wäre noch viel schlimmer gegangen. Das muss man immer bedenken. Dann ist man eigentlich zufrieden. Tja, Freunde, dann schauen wir mal noch schnell in die Packs. Ach ja, das hier gab es ja noch aus dem Season Pass, habe ich mir extra nur für euch aufgehoben. Wow, was für ein geiles 50k-Pack, ich freue mich so. Aber jetzt, Freunde, jetzt kann sie nur ultimativ werden. Da freuen wir uns. Mit Brasilien, mit Innenverteidiger, mit Thiago Silva. Ein Traum, ein Traum, liebes Dreckspiel, ein Traum. Ein Traum, wie ich es gesagt habe in meinem Video mit dem Thema Weekend League macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. Dieses absolute Dreckspiel mit dem absoluten Drecksmodus, weil EA einfach nichts mehr gönnt, dieses Drecks. So, musste mal raus. Es ist gerade mal die erste Weekend League vorbei und diese ganzen Karten sind nichts mehr wert. Alle Abstoßpreise. Alleine das sagt schon so viel über diese Geldgier von EA aus. Ne? Shop-Pack, Shop-Pack, Shop-Packs. Hier fast jeden Tag Shop-Promo-Packs, 500k-Packs, Grundlagen-Packs, Essential-Packs und so weiter. Diese Firma bekommt einfach einen Rachen nicht voll genug und deswegen werden wir die auch niemals geldlich in diesem Modus unterstützen. Punkt. Normale Ansprüche bei einem normalen Spiel, bei normalen Preisen würde ich nichts sagen. Würde ich sagen, okay, ist ein gutes Spiel, ich spiele es gerne, komm, dann unterstütze ich es auch. Aber erstens, diese ganzen Preise für diese Packs sind schon eine absolute Frechheit. Aber was da noch drin ist, ha, das ist die Kirsche auf der Torte, Freunde. Das war im Übrigen mein Team und wie ihr auch sehen könnt, ich habe meine Ehre behalten. Kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten, Freunde, aber ich bin stabil geblieben, bin sehr stolz auf mich und bei dem Team war wieder reiner Invest-Gedanke eigentlich. Also bei Adeyemi und Kessler, Scott, Courtois wusste ich schon, ja, da werden wir wieder verkaufen, werden wir höchstwahrscheinlich Verlust machen, aber Oppi hier und Kane und Leimer und Grimaldo und so weiter und die anderen alle,
wusste ich, yo, entweder sie bleiben crash-sicher oder sie steigen sogar. Und ich meine, ihr könnt ja auf Footbin gerne mal die Preise abchecken. Hier, Opinda 185.000 oder Lima 167.000. Ich glaube, der ist jetzt schon über 200.000 Coins. Ja, es war klar, RTTK, beste Invest-Karten. Aber ich musste natürlich auch irgendwie schauen, dass sie linken. Und Freunde, ich kann es nur immer wiederholen, achtet auf die Playstyles. Also Adeyemi, dieser Quickstep, grandios. Immer kurz stehen bleiben, wieder losrennen, was der für ein Tempo hatte. Ich finde, das hat man bei Opinda auch richtig gemerkt, dass der kein Playstyle hat. Also der hat angeblich 94 Tempo. Also die Spiele, in denen er diese 94 Tempo gezeigt hat, kann ich definitiv an einer Hand abzählen. Vielleicht auch an einen Finger. Also bodenlos. Aber auch Kane und Kessler, gleich zwei Spieler im Team, mit diesem Steilpass Playstyle Plus. Grandios, war unheimlich hilfreich. Und von Kessler verstehe ich eh nicht. Warum? Warum ist die so billig? Klar, die ist dauerhaft in den Packs und wird immer weiter sinken, aber im Allgemeinen so eine krasse Karte. Fast Rullet Gang, hat einen geilen Playstyle Plus, arbeitet gut mit nach hinten, hat einen guten Schuss. Also die Karte, grandios, hat er glaube ich auch 4 Sterne Skills, oder? Yo, also ich finde die Karte richtig fresh. Tja, und was werde ich jetzt machen? Ich denke dasselbe wie jetzt vergangene Woche. Ich denke, ich werde die meisten Karten, von denen ich denke, dass sie definitiv wieder sinken werden, werde ich bis Donnerstag zu den neuen Arrivals-Belohnungen verkaufen und dann Samstagabend, wenn so das Schlimmste von einem möglichen Crash überstanden ist, wieder einkaufen. Habe ich ja hier genauso gemacht und das sieht man anhand von Kane zum Beispiel. 105.000 Coins. Ja, das war wirklich sein Wert am Samstag und jetzt weiß ich gar nicht. Ist er wieder auf 120 oder so gestiegen? Lasst mich schnell schauen. Ja, um die 130.000. Das ist einfach nur krank und Weekend League, wir haben es ja gerade gesehen. Sorry, muss ja nicht unbedingt sein. Und wenn, reicht es Samstag zu starten, Abend oder Sonntag, paar Spiele. Durchziehen muss man eh nicht, lohnt sich eh nicht mehr. Danke EA. Da muss ich echt sagen, danke, dass ihr mir so in die Karten spielt. Dann würde man in die Weekend League mit den Gedanken gehen, hey, ich muss 20 Spiele durchziehen. Würde man vielleicht nicht unbedingt Samstagabend oder erst Sonntag starten. Weil dann könnte schon wieder zeitlich eng werden. Aber so, durch diese bodenlosen Belohnungen, macht es uns EA ganz einfach. Danke EA. Danke. Tja, Freunde, da möchte ich noch Danke sagen. Danke, dass ich mich bei euch abreagieren durfte. Danke, dass ihr mir bei meinem ultimativen Packluck zugesehen habt. Und jetzt werden wir EA wieder mit Trading penetrieren. So soll es nämlich laufen. Jetzt in der Endcard könnt ihr noch schauen, wie ich eben in 20 Minuten 500k Coins Gewinn gemacht habe. Das ist doch schon mal ein guter Start. Am Freitag wollen wir das nämlich wieder angehen. Ich bedanke mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein!